Wir haben uns heute getroffen, um den ersten Geburtstag des Abad Club Innviertel zu feiern. Wir haben mit 0 begonnen und mittlerweile sind wir nach einem Jahr bei fast 60 Mitgliedern. Das ist sensationell. Unsere Mitglieder sind in Österreich und in Bayern zu Hause. Unser jüngstes Mitglied ist 18 Jahre. Die Selina ist auch anwesend heute und das älteste 80. Die Marke Abad wurde 1949 am 15. April in Turin von Carlo Abad, einem gebürtigen Wiener, gegründet. Was zeichnet den Abad aus? Er ist klein, er ist giftig und er hat viel Power und einen coolen Sound. Ich bin der Maximilian Leutgüb und ich nehme euch eine Runde in mein Arbeitspister mit. Ja. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was unterscheidet dieses Auto von einem normalen Auto? Abgesehen von den PS, die er hat, würde ich sagen, dass sich das Auto einfach durch die Emotionen auszeichnet, durch die Freude, die beim Fahren entsteht. Das Auto ist einfach nicht das typische Autofahren, sondern man fährt irgendwie mit einer anderen Einstellung. Man sitzt da einer, man freut sich, man streut. Das ist für mich einfach die Marke Abad, die zwar sicher nicht bekannt ist oder nicht sehr bekannt, aber die trotzdem für viele Leute nur einen großen Stellenwert hat. Wenn ältere Generationen auch das Wort Abad hören, dann denken sie an große Rennerfolge, an Rennsiege zurück, an Autos, die einfach selber getunt wurden, die einfach für das pure Fahrvergnügen gestanden sind, und diese Marke möchte das wieder aufleben lassen. Im Namen des gesamten Abad Club Innviertel bedanke ich mich für euer Interesse. Getreu unserem Motto, persönlich, familiär, einzigartig, abartige Grüße aus dem Innviertel.